Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen abrupt aufgehört, weil die Zeit doch sehr, sehr überzogen war. Da haben wir nämlich hier in diesem, ja, Sitz, mechanischen Sitz, sage ich mal, haben wir ja ein paar Symbole eingestellt und ich war ehrlich gesagt darauf eingerichtet, dass wir so zwei, drei Versuche mindestens brauchen. Aber es hat sogar beim ersten geklappt. Und das dank meiner tollen Hieroglyphen, die ich hier aufgezeichnet habe. Leider könnt ihr das nicht sehen. Ich habe hier so ein kleines Blättchen neben mir, wo ich alles aufgeschrieben hatte und die Symbole daneben gezeichnet hatte. Gut, so wie ich gezeichnet habe, kann man vielleicht auch sagen, gut, dass ihr das nicht sehen konntet. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir wissen nämlich nicht, zum einen, ob das jetzt alles war, weil wir haben nämlich eine Yukon-Linse gefunden, und zwar die zweite. Damit haben wir jetzt Nummer 1, 2 und 3. Wo kommen wir denn hier überhaupt nochmal hin? Ich gehe so schön die Treppen runter. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo wir eigentlich auskommen. Ach so, da kommen wir wieder am Anfang. Ah, okay. Ja, ich hoffe mal, dass das nur diese drei sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Das Problem ist, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen oder wohin wir jetzt gehen müssen. Also da kommen wir wieder zum Lagerfeuer. Das hilft uns nicht weiter, weil der uns ja auch nicht. Kann man hier eigentlich nur rum oder konnte man nur rechts rum? Ja, anscheinend konnte man nur rechts rum. Also beziehungsweise oben rum. Okay. Dann gehe ich da jetzt nochmal rum. Die Frage ist nur, vielleicht müssen wir irgendwas mit den Gräbern machen oder so. Der hatte zwar gesagt, bei dem einen Grab, da ist etwas komisch, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da hat die nur die Linse mit gemeint. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo einen Weg. Das ist immer so mühsam, hier rumzulaufen. Wenn sie immer wieder zwischendurch anhält. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen Weg, den wir nicht gefunden haben oder so. Oder wir müssen hier irgendwas an den Gräbern Unlesbar. machen. Okay, die liest sie jetzt nur. Hat das was damit zu tun? Unlesbar. Eigentlich nicht, ne? Konnten wir hier eigentlich hoch? Das haben. Ach so, nö. Okay. Dann sind wir wieder bei der Hütte. Okay. Okay. Ja. Hier kann man auch nichts machen. Ach so, wir können aber mit ihr noch mal kurz sprechen, oder? Oder ist der Kurt eventuell schon da? Aber ich glaube nicht, dass uns das jetzt Warum hilft. schließt du dich uns nicht an, Dunjascha Ah, ist schon da. Dubrovskaya-Tika? Dein Platz ist bei deinem Volk, auf dem Straußenzug. Früher hätte ich mich geehrt gefühlt, ehrenwerter Führer. Aber? Jemand muss zukünftigen Karawanen den Weg zum Tempel zeigen und sicherstellen, dass die, die ihn zerstören wollten, das nicht schaffen. Und ich versprach meinem Vater auf seinem Totenbett, dass ich diejenige sein würde, die das tut. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Das glaube ich nicht, ehrenwerter Führer. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, weit weg von den Geistern meiner Familie zu leben. Ich hätte nie erwartet, einmal einen Nachkommen des vorigen Zuges zu treffen. Ja, der ist auch schon voll begeistert, ich merke das. Danke. Danke, dass ich meine Cousins treffen durfte. Ja, aber das Gespräch hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Dann lassen wir die beiden Guten mal alleine, vorausgesetzt, dass Madame das auch möchte. Mach mal die Tür auf, bitte. Okay. Ja, jetzt stehe ich ein bisschen dumm da. Gucken wir hier einfach nochmal rein. Aber ich denke mal, das war wirklich nur wegen der Linse, dass sie das gesagt hatte. Hallo? Manche starben für den Stamm, andere um ihnen zu helfen. Wir wollen sie alle, Nomaden oder nicht, in Ehren halten. Das haben wir schon mal gehört. Aber das bringt uns leider auch nicht weiter. Jo. Hallo. Ich komme auch nicht weiter, ne? Ah ne, da haben wir ja gerade eben geguckt. Ich bewege die hier selber mal. Die ist hier immer so am Stocken überall. Unlesbar. Kam jetzt von der Seite? Ich glaube ja, ne?
Mal eben gucken. Ja, doch, da war die Sequenz, ist da. Das heißt, von der Seite müssen wir gekommen sein. Was ist das? Achso, das war dieses, ja, Grab oder was es war, keine Ahnung. Das hatten wir auch schon mal angeguckt. Können wir hier irgendwie durch? Oder kamen wir jetzt da gerade von da? Das ist so verwirrend, weil die Perspektive immer wieder ändert. Das ist, oh. Okay, hier können wir nicht rum. Da gehen wir jetzt wieder zurück, ne? Nein, ich will nicht... Oh. Tja, aber hier oben scheinen wir auch nicht weiterzukommen, so wie es aussieht. Also laufen wir den ganzen Weg hier nochmal zurück. Durch das Tor kommen wir wieder rein. Können wir hier... Anscheinend können wir nirgendwo rum. Nee, da bin ich ja gerade gewesen. Da komme ich wieder zum Lagerfeuer. Das ist doch doof. Oder muss ich zum Lagerfeuer? Da bin ich rausgekommen. Gibt es denn hier noch irgendwas, wo ich rum kann? Was ist denn hier mit? Ne, da kam ich nicht weiter, ne? Mann, hier hoch? Oh, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Hier sind wir, glaube ich, angekommen, oder? Da ist ein Gitter. Lauf doch mal zu dem Gitter hin, Mensch. Ich meine, hier sind wir noch nicht gewesen. Oder wir sind hier ganz am Anfang gewesen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kommt mir aber alles jetzt... nicht so wirklich bekannt vor. Hier kommen aber auch keine Punkte, als ob ich hier nichts machen könnte. Da bin ich jetzt doch hier den kompletten Weg wieder am Zurücklaufen. Wo läufst du hin, Mädel? Hilfe! Hier kann man Treppen nochmal runter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt hier komplett wieder zurücklaufen. Ich weiß auch nicht. Kann man anscheinend auch nochmal rum? Nein. Hier ist eine Tür. Kann man die nicht irgendwie... das ist eine Tür, die man... Nach all der Mühe, die es gekostet hat, durch die U-Bahn zu kommen, gehe ich auf keinen Fall zurück. Mist, das war doch der Weg zurück. Scheiße. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier den ganzen Kladderadatsch wieder zurück. Ja. Hier ist aber auch nichts, wo man das irgendwie... Ich meine, sie hätte mir doch einfach sagen können, wo ich die scheiß Linsen reintun muss. Also, danach kommt wahrscheinlich sowieso wieder irgendein blödes Rätsel, wo ich dann wieder eine halbe Stunde dran hänge, bis ich das dann gelöst habe. Ich meine, das hier, das letzte, das war ja noch relativ einfach. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es jetzt so einfach wird. Ich dachte, da ist jetzt irgendwo ein Haken bei. Aber das war okay. Aber einige von den Rätseln, das ist echt, ja. Also da kann man noch so clever sein, das ist trotzdem kompliziert. Komme ich jetzt hier nicht mehr zurück oder wie? Aha, ich bin gefangen. Ich will wieder rein. Hallo? Hä? Och nee, das ist wieder eine dieser verbuggten Sachen, ja? Mal wenn ich da draufklicke, ist es weg, oder wie? Och komm. Ah,
Man öffne einfach die Tür. Ich glaube, das ist im Spiel gar nicht dafür vorgesehen, dass ich wieder zurückgehe. Tja, im schlimmsten Fall muss ich jetzt nochmal neu starten. Das Problem ist, dass das nur geht, wenn ich mich bewege. Aber wenn ich mich bewege, nimmt er das Klicken von mir nicht an. Aha! Okay, ich werde hier nicht mehr durch diese Tür gehen. Cursor? Mauszeiger? Ganz schnell wieder zurück. Also, da hast du nichts zu suchen. Da hinten wird das Rätsel vermutlich nicht beendet werden. Da sind auch wieder Türen. Ach, geh doch mal dahin, Mann. Aber ich denke mal, da wird sie jetzt auch nicht rein wollen, oder? Oder? Wo bin ich jetzt? Im Bahnhof? Aber das ist nicht der Weg zurück, oder? Und hier sind ganz viele Stufen. Geh doch einfach mal hoch. Hallo. Okay, die kann anscheinend nicht hochgehen. Aber das sagt mir jetzt hier so gar nichts. Das sieht aus wie so ein Stadion oder so. Oder ein Schwimmbecken könnte es auch noch sein. Kann ich runtergehen? Hm, okay. Ja, sieht mir doch sehr nach einem Schwimmbecken aus. Und nu? Jetzt bin ich hier. Ob das gut ist oder nicht, bin ich mir noch nicht sicher. Was zur Hölle ist das? Ja, das frage ich mich auch. Oh, ist doch gut, dass ich hier runtergegangen bin. Ja, komm, los, geh. Vielleicht lösen wir irgendeinen Mechanismus aus und kommen jetzt endlich mal dieser Tür auf die Schliche. Also diesem Eingang, den wir suchen, den versteckten. Ich möchte den Tempel noch sehen. Ach so, dann kommen wir hier hoch. Aber vorne waren auch noch zwei Punkte gerade. Aber das ist dieses Sprung... Ja, da sind wir auf jeden Fall richtig. Hallo? Nein, du gehst dahin, wo ich drauf drücke. Ich sag mal einfach 1, 2, 3. Es funktioniert nicht. Okay, dann nicht. Ja, ich hatte befürchtet, dass... Auf keinen Fall. Das wieder ein Rätsel ist. Und es sieht jetzt schon irgendwie kompliziert aus. Eieiei. So scheint es, ja. Aber ich brauche Hilfe beim Einstellen. You call helfen! Frau Kate Walker anleiten! Es ist ein Scherz, oder? Ey, Leute, ich habe doch keine Ahnung, was ich hier wie überhaupt einstellen muss. Okay, also damit kann ich mir anscheinend einen Überblick verschaffen. Was muss denn überhaupt wo drauf fallen? Frau Ayahuasca, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind?
Wo sind wir denn? Wir sind hier, oder wie? Also müssen wir blau, blau, grün, rot, grün, blau, blau haben? Oder so? Das heißt, den roten muss ich jetzt in die Mitte verstellen. Kann man den überhaupt verstellen? Komm. Ich sehe das Ding an. Los. Ist das schwer, das Teil zu treffen? Oh nein, nicht wieder zurückgehen. Was soll das? Hallo? Bleib doch mal stehen. Hä? Wieso bleibt der nicht stehen? Nein, du sollst genau auf dem Punkt stehen bleiben, wo das spiegelt. Das ist ja schwer mit der Maus einzustellen. Das ist doch nicht... Ja, aber der macht es nicht. Hä? Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt bleibt er auf dem stehen. Da kann er aber nicht durch. Hä? Also ich vermute mal, dass wir... Moment, da sind zwei. Da sind zwei auseinander, zwei in der Mitte, zwei innen, eins oben. Frau Ayawaschka, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Ich muss mir das mal eben kurz aufzeichnen. Das ist, irgendwie ist das sehr unlogisch. Also zwei ganz außen sind blau. Dann haben wir rot in der Mitte und grün jeweils nicht ganz so weit außen. Und blau wieder komplett außen. So. Hier mal das Dach. Ich verstehe aber auch noch nicht so ganz, was diese Figur jetzt eigentlich mit dem Schwimmbad zu tun hat. Weil die sieht ja gar nicht so aus wie das Schwimmbad. So. Mal grob aufgezeichnet. Ich habe keine Ahnung davon. Okay. Also da müssen wir zwei blaue Außen hinkriegen. Blau, blau. Da müsste da rot, also da das hintere rot sein. Und die beiden grün. Jetzt kann ich von hier aus drehen, hä? Okay. Ach komm, dreh dich doch einfach. Los. Kann ich nur in diese Richtung drehen? Das ist ja doof. Der geht auch immer wieder zurück hier. Der will den aber auch nicht anpeilen. Das ist ein Mist, ehrlich. Der tritt irgendwie gar nicht richtig. Das heißt, der grüne Strahl hier müsste eigentlich abgelenkt werden. Hallo? Ah, Moment, jetzt wird der blau. Und wir bräuchten grün außen. Aber er will irgendwie nicht. Und er geht auch nur in diese komische Position, sodass ich nicht gucken kann, wo der jetzt genau hinführt. So, also den kann man anscheinend nur nach da drehen.
Boah, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das wird echt noch eine Weile dauern bei mir, habe ich so die Befürchtung. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir hier mal erst einen kleinen Cut machen. Ich nehme das Ganze dann weiter auf und hoffe, dass ich dann irgendwann mal hier die Sachen eingestellt habe. Es ist auch unheimlich schwierig, die Sachen einzustellen, finde ich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt hier grün sein soll. Ich denke mal, dass das eigentlich grün sein soll. Das heißt, ich vermute, aber ich bin mir halt nicht sicher. Obwohl, nee, das ist auch unlogisch. Aber das ist das Einzige, wo drei nebeneinander sind. Deswegen müsste das eigentlich rot sein. Und die beiden müssten grün sein. Denke ich. Aber ich weiß es nicht. Also ich werde hier mal so ein bisschen rumexperimentieren, in der Hoffnung, dass ich das so halbwegs so hingestellt kriege, wie hier auf dem Bild. Und ja, wie gesagt, werde das dann offline machen, damit ich dann, oder damit ihr dann nicht hier 20 Minuten oder länger mit angucken müsst, wie blöd ich das hier einstelle. Und wie gesagt, ich werde es aber auf jeden Fall mit weiterlaufen lassen, werde das dann so cutten, dass ihr das dann kurz vorher definitiv sehen werdet. Und ja, dann dieses Bild auf jeden Fall nochmal seht, wie ich das Ganze eingeschaltet habe. Auch wenn ich im Moment noch keine Ahnung habe, wie ich das Ganze überhaupt machen soll. Aber naja gut, vielleicht kriege ich es ja irgendwie noch hin. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.